Ja, Österreich hat gefunden, den schnellsten Österreicher an diesem Sonntag, Roman Weger. Zunächst auch an Sie die Frage, wie geht es Ihnen denn jetzt unmittelbar nach dem Rennen? Bitte? Wie geht es Ihnen unmittelbar nach dem Rennen? Ja, jetzt habe ich mich schon wieder ganz gut erholt. Es waren zwar die letzten 2-3 Kilometer, waren schon ziemlich zäh, aber eigentlich erholt man sich dann noch ziemlich schnell wieder und man vergisst die Schmerzen sehr schnell wieder. Ich glaube, man darf heute gratulieren. Sie hatten als Ziel, unter 2 Stunden 20 zu bleiben. Mit 2:18:24 ist das durchaus sehr deutlich auch gelungen. Sind Sie zufrieden mit dem Rennen heute? Ja, ich bin sehr zufrieden. Also ich habe insgeheim eh nicht geglaubt, dass ich unter 2:20 laufen werde. Ich habe vor 3 Wochen eben eine Bronchitis gehabt mit Fieber. Und danach ist das Training irgendwie nicht mehr wirklich rund gelaufen. Und erst jetzt in den letzten 4-5 Tagen habe ich wieder gemerkt, dass es ein bisschen besser wird. Natürlich ist man aber dann immer ein bisschen verunsichert. Da ein Marathon echt sehr lang ist, weiß man natürlich nicht, ob die Kräfte reichen werden. Vor dieser Verkühlung oder vor dieser Bronchitis sind Sie wo gestanden im Verlauf Ihrer Form in diesem Jahr? Was hatten Sie denn vielleicht auch zu Beginn des Jahres vor für den Wien-Marathon? Ja, man probiert natürlich immer 2:17, 2:16, wenn es geht. Obwohl ich mittlerweile muss sagen, jetzt schon langsam schleiche die 40 an. Und jetzt wird es da schon langsam ein Lauf gegen das Alter. Ich merke einfach während dem Training, dass ich zwar immer noch sehr gute Belastungen machen kann, aber nach der Belastung einfach eine längere Regenerationszeit brauche. Und so verschieben sich die Ziele auch immer mehr. Also es geht jetzt einmal so um eine persönliche Bestzeit, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Also jetzt geht es immer ein bisschen auch, ich möchte das Rennen genießen, vor allem da in Wien. Es ist für einen Österreicher immer ein einmaliges Erlebnis bei diesen Zuschauern, bei diesem Publikum. Und ja, also es steht ein bisschen, man hat natürlich immer eine gewisse Zeit im Hinterkopf, aber es ist einmal so verbissen. Also ich möchte es auch ein bisschen genießen, das Ganze drumherum. Na, sprechen wir über den Genuss heute. Wie viel Genuss war es? Wir haben in der Früh gesehen, strahlenden Sonnenschein, aber durchaus kühl, also eigentlich perfekte Bedingungen. Wie haben Sie denn Ihr Rennen empfunden? Ja, witzigerweise, normalerweise schlafe ich vor einem Marathon ganz schlecht. Heute war das ganz anders. Also ich habe super geschlafen, bin in der Früh überhaupt aufgewacht und dann gedacht, ich habe verschlafen. Es war eigentlich keine Aufregung vorhanden. Und ja, das Rennen war eigentlich bis Kilometer 30 recht kontrolliert. Dann habe ich bei Kilometer 35 habe ich dann Probleme mit meiner rechten Wade bekommen. Und ja, ab da ist es dann immer ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil man nie weiß, ob der Kampf jetzt richtig, der Waden richtig zumacht. Es war nicht immer so, dass er halt kurz angebissen hat und dann aber wieder sofort ausgelassen hat. Aber es ist natürlich dann ein bisschen ein unangenehmes Laufen. Herzlichen Dank, herzliche Gratulation nochmal zu dem Rennen. Wir haben jetzt gleich Siegerehrung. Dankeschön, weiter geht's bei Didi Wolf. Ja, während wir hier die Zeitlupe von Roman Weger sehen, geht es in Kürze. Wir hören die Fanfaren mit den Siegerehrungen los. Ich sage jetzt schon mal danke, Michael Buchleitner, fürs Mitkommentieren. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Absolut, keine Frage. Wir machen ja noch weiter, aber jetzt darf ich dich kurz zum Oliver bitten, um dort eine kleine analytische Nachbetrachtung der bisher geschehenen Ereignisse zu machen. Wir sehen uns ja dann wieder nach der Siegerehrung, wenn wir auf Sport Plus noch eine Stunde